Wenn wir zurückgehen, der 29. August 1981, ist die Eröffnung der ersten Liga. Und die erste Gewerbemesse zu Buchs, die geht noch viel weiter zurück, 1922, also wo man nächstes Jahr noch einen Schnaps zahlt, 99 Jahre, ist es Herren, wo auf dem gleichen Platz, wo die Wiege steht, die erste Gewerbeausstellung war mit dem Namen Vigile. Die wenigsten würden sich erinnern, dann jetzt einmal der Fuß, die da sind. Also fast eine Jahrhundert-Messe-Tradition hier zu Buchs. Ich habe es gesehen, man sagt, jetzt ist wieder ein Jahr, man sagt, zwischen deinen Jahren ist vorbei. Du warst jetzt ein Jahr lang Bauernpräsident von der Wiege. Wie war das Jahr? Was hat es für Reaktionen mitgebracht? Was hat es für Arbeit ausgelöst? Die Aussteller haben wir ja viel gehabt. Sicher hätte es mehr mögen leiden, aber in einer kurzen Zeit war es auch logisch gewesen, dass es so war. Die Messe selber ist nach meiner Ansicht, die Aussteller sind zufrieden gewesen, das ist schon mal wichtig, aber Besucher auch. Und das andere ist ja auch ein anderes Thema. Wegen dem Rauskommen, da haben viele Messen Mühe. Und für gewisse sagen, wir müssen 3 Messen machen, bis wir mal den Gewinn einfahren. Wir haben halt wieder eine gute Qualität, aber halt eben, bei allem ist Qualität kostet halt. Da lässt man nicht nach, Qualität soll ja nächstes Mal sein, du bist nach dem Gewerbe. Man weiss jetzt, ein bisschen Herausforderung, aber was sagt das Gewerbe? Geht davon aus, man freut sich mit einer gewissen Spannung auf die nächste Wiege. Ja, das wird sicher sein und dann würde ich sagen, der Grossteil der Aussteller ist nicht ganz gross betroffen von Corona, weil das sind Handwerker und zum Glück ist ja bei uns Bauwirtschaft nicht zugetan worden, die nicht mehr arbeiten können. Das war ein grosser Vorteil gewesen. Und ich glaube, die haben auch wirklich das Interesse, um wiederzukommen. Es ist Zeit, um ein gewisses Signal einfach zu kommunizieren. Und die Wiege nächstes Jahr im September, die soll mit grosser Freude anfangen. Jemand, der uns heute schon Freude macht und wir irgendwie auch lernen, ist eine Institution in der Region, die ist viel älter als die Wiege. Extreme Kompetenz weit über die Region, muss ich die vier in nächstes Jahr, der 175. Geburtstag. Und sie sagen, das möchten wir auch mit einem ganzen Jahresprogramm machen und das Highlight wäre dann der Auftritt an der Wiege. Also wir im Lukashaus, wir sind in RAPS, eine Institution für Menschen mit Behinderung, hauptsächlich geistig und psychische Behinderungen. Wir haben ein paar Leute, die sind auch im Rollstuhl, aber die primären Behinderungen sind aber geistig und psychische Behinderungen. Und da sind wir ungefähr 70 Leute wohnend, entweder bei uns auf dem Areal oder in Wohnungen in Gams und in Graps. Und dann gibt es noch ein paar, die wohnen daheim, aber kommen zu uns arbeiten, in Beschäftigung, in Landschaftssinfonie. Also rundum betreuen wir ungefähr 80 Bewohner bzw. Nutzerinnen begleiten wir uns. Und Mitarbeiter haben wir mit dem Nachtdienst, durch das, dass wir 365 Tage im Jahr eine Begleitung anbieten, haben wir um die 180 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also, das ist ein grosser KMU hier in der Region. Und jetzt eben nächstes Jahr, wie man euch kennt, wie man den Hubert kennt, mit seinen Ideen, das wird kein langweiliges Jahr für euch. Ihr habt euch entschieden, an die Wiege zu kommen. Es gibt eine Sonderschau zum grossen Geburtstag. Warum im ganzen Programm ohne den Entscheid, wir wollen die Wiege? Was ist die Motivation? Also die Wiege ist ja schon länger ein Partner vom Lukashaus. Wir haben schon ein paar Jahre jetzt hintereinander ausgestellt und haben immer ganz gutes Feedback bekommen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir uns gerne repräsentierend ihre Region zeigen, was tun wir, was tun unsere Leute. Und das ist auch ein Part für Teilhabe. Wir wollen, dass unsere Leute am Geschehen für die Region teilnehmen, aber auch im Umkehrschluss, dass man unsere Bewohnerinnen und Bewohner kennenlernt und sieht, das ist ein ganz normales Zusammenspiel und da gibt es nicht mit Behinderung oder ohne, sondern das sind alles Menschen und da möchten wir gerne wieder einen Schritt in die Öffentlichkeit gehen und sagen, wer sind wir? Sicher eine ideale Plattform, wir wissen es in der Wiege, Werdenberg trifft sich. Ich habe es einleitend gesehen, du bist Bereichsleiterin Landschaftssinfonie. Und jetzt sind wir eigentlich gerade schon ein bisschen beim Thema. Es geht um das Thema, das wir an die Wiege bringen wollen, ohne dass du ins Detail kannst gehen. Wir wollen einfach ein bisschen lustig machen heute. Wie darf man sich euren Auftritt vorstellen? Was haben wir für grosse Ideen? Das ist gerne zu einfach. Wer schon mal bei unserer Landschaftssinfonie gesehen ist, der weiß, es ist ein grosses Erfahrungsfeld der Sinne. Wir haben eine riesige Parkanlage.
Und da gibt es verschiedene Stationen, unter anderem einen Irrgarten oder ein Labyrinth, aber auch einen Barfußweg, wo man mit den Füßen wirklich spüren kann, auf was läuft man, und auch mal wieder kennenlernen, wie wichtig sind denn unsere Füße und was sagen sie uns. Sondern wir in dem Sinn, wenn wir möchten gerne über Haltung was erzählen, weil jeder Mensch braucht ab und zu mal ein Stärkegeländer oder was, um sich festzuheben. Aber das ist nicht nur die Haltung im Physischen, sondern man braucht auch, jeder Mensch braucht eine Haltung innerlich. Werte, die wir tragen, und über das möchten wir gerne erzählen, mit einer ganz großen Ausstellung. Denn wenn wir noch irgendwie erklären, haben wir es über die Geschichte von Lukashus natürlich erzählen, über die Geschichte von Region, aber auch die Geschichte von Pädagogik, weil Pädagogik, Erziehung, Begleitung, das ist natürlich bei uns das Tagesgeschäft. Und da werden wir einmal erklären, auch die Leute, die sich dort vielleicht nicht so gut auskennen, nochmals mit auf den Weg geben. Das Engagement von der Regionalplanungsgruppe ist jetzt so ein bisschen überarbeitet worden. Man hat auch uns von den Wiegen einmal das Gehör gegeben, man hat sich vorstellen können, man hat können sagen, was man gemacht hat, was man für Ideen hat. Wir wollen euch darüber unterhalten, mit welchem Resultat ist die Besprechung, die wir hatten, bei euch ausgewertet worden? Also das Resultat war sehr positiv in die Richtung, dass der Hanser Glutzi und du, Schorsch, bei uns hier haben können, einen Rückblick an die Wiege 19, wo ihr ja innerhalb von kürzester Zeit auf die Beine gestellt habt. Gleichzeitig haben wir das als Werdenberger Gemeinde sehr, sehr positiv entgegengenommen, was ihr in dieser kurzen Zeit geleistet habt und was wirklich für eine tolle Wiege 2019 war. Aufgrund von dem habt ihr eigentlich mit der Transparenz, die ihr uns gegenüber aufgezeigt habt, eigentlich ein sehr grosses Vertrauen können schaffen. Und die Werdenberger Gemeinden haben klar gesagt, zugunsten von diesen verantwortlichen Personen, die hier sehr vertrauensvoll arbeiten, und zugunsten vom regionalen Gewerbe, wenn wir unser Engagement verstärken, weil wir eine grosse Zukunft sehen an der Wiege, hier für uns, für die ganze Bevölkerung. Und darum haben wir gesagt, dank eurem Engagement, wir tun das finanzielle Engagement vergrössern. Für das danken wir noch. Das ist wertvoll für die Sache. Auf der anderen Seite bist du aber auch Gemeindepräsident, du bist mit dem Ohr auch noch beim Volk. Was ist die Wiege aus deiner Sicht und aus dem Feedback, das du hörst für die Werdenberger? Ist es nur eine Woche Rambazamba, oder ist es wirklich so, wie es wir damit gerne haben, aus der PR-Sprache, der stärkste Marktplatz der Region? Also es ist für mich klar der stärkste Marktplatz der Region. Es ist der Treffpunkt der Bevölkerung von Werdenberg. Es ist eine Plattform für das regionale Gewerbe, wo immer wichtig ist, aber vor allem jetzt, wo wir das Corona-Jahr haben, wo wir natürlich hergehen und sagen, kaufen regional ein, stärken unser Gewerbe. Weil für uns Werdenberger Gemeinden ist das natürlich ein Antrieb, der um ist, der wichtig ist, und das ist unser Gewerbe. Da kommen wir so unterstützen. Und am Schluss ist es vielleicht am Abend manchmal Rambazamba, aber das Zentrum ist natürlich das Gewerbe unterstützen, Treffpunkt für die Bevölkerung und investieren bei uns in der Region, damit hier Arbeitsplätze gesichert werden. Dass man noch mehr Vertrauen schafft und dass man für das Gewerbe wirklich einen Schritt vorwärts gehen kann und sagen, jawohl, die Bevölkerung sieht ein, wir müssen mit uns miteinander gehen und nicht irgendwo im Internet oder über die Grenzen einkaufen. Also mein Wunsch in die Richtung ist, dass die Bevölkerung aktiv wahrnimmt, wo dass wir herkommen und wo dass wir das Geld ausgeben sollten. Osüle ist klar, das ist die Organisation, sind die Eigner. Osüle sind die Highlights, Sonderschauer, haben wir jetzt schon gehört. Andere Säulen sind Unterstützer, wie so eine Regionalplanungsgruppe. Eine weitere starke Säule, und da bin ich nach wie vor der Meinung, das ist einzigartig in der Schweizer Messelandschaft, weil ich habe es noch nie so gefunden, so ausgeprägt wie hier im Werdenberg, sind die Gewerbevereine, die hier mitmachen. Grundsätzlich, wir haben jetzt schon ein paar Sachen gehört, kurze Zeit, wir haben auch in der gleichen kurzen Zeit extrem gut auf die Füße gestellt.
Wenn wir das angeschaut haben mit ein bisschen Distanz, das generelle Fazit von euren Gewerbevereinspräsidenten, Kollegen oder von den Mitgliedern? Wir das Gewerbe, wir sind die Wichtigsten. Wo würden wir jetzt sitzen, wenn KB nicht da wäre? Also die Landschaft im Dorf, die füllt das Gewerbe aus. Und es ist der grösste Marktplatz. Wir können uns zeigen, wir können uns aber auch zeigen, dass wir etwas wirklich drauf haben, dass wir etwas können. Und das können wir auch. Und natürlich, nicht zuletzt, sind wir jetzt auch beteiligt an der Wiege und haben natürlich darum ein sehr grosses Interesse, dass das die beste Gewerbeausstellung gibt, die es überhaupt gibt. Oder sicher in der Schweiz. Gibt es eine Tendenz, wo man kann sagen, also das Gewerbe in der gleichen Grösse, oder hat schon vielleicht Ideen, die sagen, du, letztes Mal haben wir wirklich aufgrund von der Kurzfristigkeit nicht das können machen, was wir wollen. Nächstes Jahr im Jubiläum müssen wir noch ein bisschen Gas geben. Wir geben immer Gas, das weißt du, George, du und ich oder wir. Wir müssen nicht mehr Gas geben, wie sonst. Hans-Jörg hat es angetönt, das Gewerbe ist zufrieden gewesen. Wir haben Feedbacks gemacht. Es geht nicht nur darum, wie wir das sehen, der Rolf Pfeiffer und ich und alle anderen Präsidenten, sondern wichtig ist, was kommt vom Gewerbe rein und was können wir denn verbessern. Und rein das, was in der Wiege reingelaufen ist, die Rückmeldungen, die gekommen sind, die sind wirklich alle positiv gewesen. Wir gehen aber auch, wir wissen aber auch, wir stellen auch kritische Fragen, was können wir denn besser machen. Es geht ja nicht darum, dass wir nur permanent in der Sonne stehen und uns selber auf die Schulter klopfen, das ist super gewesen, sondern wir wollen ja lernen. Und von dem her haben wir letztes Jahr klar gesehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und wir haben auch mit euch, mit dem Leone und mit dir, George, zwei super Messeleiter, die wir wissen, dass sie immer 100% geben. Wir gehen vorwärts. Wir zeigen uns, wir wollen lebendig sein. Wir leben. Leben heisst nicht in den Hütten innen verkrüchen, sondern wir zeigen uns. Und mein Geburtstagswunsch, geht ins Gewerbe, geht raus. Wir bieten alles. Wir bieten noch ein bisschen mehr. Wir tun euch beraten. Wir stehen da. Wir stehen hinter dem, was wir haben. Und haben nicht billige Ware zum Anbieten und mit null Erfahrung im Hintergrund. Also, kommt uns, geht besuchen, kommt ins Gewerbe und das ist unsere Message. Und zum Essen bestehen dort dank Bestehenden und Neuem. Es braucht immer wieder irgendetwas, das ein bisschen nach oben positiv ausreißt. Und etwas Neues, weil es eine Premiere ist, hat es in der 40-jährigen Geschichte noch nicht gegeben, werden wir jetzt in den nächsten paar Minuten besprechen. Quasi ein Geburtstagsgeschenk, also ich kann es nicht anders bezeichnen aus der Sicht der Messeleitung, was die St. Galler Kantonalbank macht, weil wir übernehmen oder würden die erste Presenting-Partnerin von der Wiege, vom stärksten Marktplatz hier in der Region. Wir sind schon lange dabei, auf anderen Ebenen, jetzt so verlängert. Warum oder was sind die Überlegungen, um Partnerschaft auf diese Art zu verlängern? Ja, von meiner Seite grüezi Sie miteinander. Nochmal recht herzlich willkommen hier bei uns in der Räumlichkeit auf der St. Galler Kantonalbank. Wir sind, wie du schon gesagt hast, seit langen Jahren sind wir schon Partner von der Wiege. Und wir wollen genau solche Plattformen nutzen, um eben mit unseren wichtigen Kunden können in Kontakt zu sein, dass wir auch können, uns als erste KMU-Bank, wo wir sind, einerseits in der Region, aber natürlich auch im ganzen Kanton, und das eigentlich auch können zu unterstreichen mit solchen Präsenz. Und ja, wir sind vorher Messepartner gewesen, heute sind wir Presenting-Partner, sehen ein bisschen anders aus, aber schlussendlich ja, ist für uns auch wichtig, dass wir da dabei sein können und da damit können auch dokumentieren, dass wir näher beim Gewerbe sind auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch näher bei unseren anderen Kunden, Privatkunden und so weiter und so fort. Die Form von der Wiege, die kann sehr unterschiedlich sein. Ich denke zurück, letztes Jahr unter einem grossen Stand kam. Man war Partner in der Werdenberg Arena, im Unterhaltungsprogramm. Was ist wichtig, wenn man beim dabei ist? Ist zum Beispiel der Stand, wo man hat, so die ideale Plattform. Ich meine, du warst auch drin, hast auch das Polo angekannt, hast auch so quasi heuer den Weg können leben. Ist das so nach wie vor ein gutes und ein sehr wichtiges Instrument? Das ist sicher ein wichtiges Instrument, also dass wir Präsenz zeigen können. Also wir können im Gegensatz zum Gewerbe beispielsweise können wir nicht irgendein Produkt zeigen, das würde auch nicht Sinn machen, wenn wir irgendwelche Kassenobligationen aufhängen oder so etwas. Sondern uns ist wichtig, dass wir in Kontakt kommen mit den Leuten, die dort sind, mit den Gewerblern, die dort sind. Und da eigentlich vor allem das im Mittelpunkt stellen und weniger Produkte.
oder Dienstleistungen, oder? Das ist vielleicht bei anderen Ausstellern ein bisschen anders als bei uns. Aber eben, wir haben einen eigenen Messestand, wie du schon gesagt hast, da sind wir all diesen Tagen, eigentlich während der Öffnungszeiten sind wir dort. Wir werden das auch mit einem attraktiven Programm untermalen, sodass wir auch entsprechend wahrgenommen werden an dem Stand. Aber Unterhaltungsprogramm ist auch schon angesprochen worden, auch dort werden wir uns zeigen. Und natürlich aus, wir haben auch noch einen Anlass geplant im Rahmen der WIGA. Und das ist sicher unser Beitrag und auch unser Interesse, dass wir uns dort wahrnehmen. Warum glaubst du, dass die Regionalmesse heute noch ihre Berechtigung hat? Also ich glaube, trotz der digitalen Transformation, wo man mitten drin steckt, wo man nicht wegdiskutieren können, das ist eine Tatsache, bin ich sehr fest davon überzeugt, das widerspiegelt sich übrigens auch unserer Strategie, dass wir vor Ort eben mit unseren Niederlassungen präsent sind, dass es eben wichtig ist, oder, dass man auch physisch als Mensch präsent ist an solchen Messen, sei es jetzt am Stand oder sei es jetzt eben schlussendlich draussen an der Messe im Umgang oder am Abend im Zelt. Einfach den Mensch anführen, also dass man sich begegnet und sich wieder mal trifft, sich auch mal wieder unterhaltet und lustig hat und so weiter. Und darum glaube ich, werden solche Messen auch in Zukunft absolut Berechtigung haben. Und ich bin auch überzeugt, dass das Interesse da ist, dass die Leute kommen und weiterhin sich eintreffen. Oder? Und zwar physisch, nicht im Netz. Oder? Die WIGA gehört ja auf Bux wieder Eiffelturm zu Paris. Die Vorgänger von dir und vom Stadtrat haben vor 40 Jahren schon über die WIGA geredet. Wie wird die WIGA heute diskutiert? Also der Stadtrat Buchs und vorher der Gemeinderat Buchs, ich denke, wir sind immer voll hinter der WIGA gestanden. Was erwartet der Stadtpräsident von einer modernen Regionalmesse? Ja, ich denke, dass das ein bisschen etwas ist, wo schon ganz gute Bedingungen gegeben sind, wo eben auch ein Einkaufszentrum sollte haben. Ist eigentlich eine ideale Gelegenheit aus meiner Sicht, eben, das ist von den Vorrednern zum Teil auch schon angetönt worden, von einer Vereinigung vom quasi Digitalen, vom Online und aber eben auch vom Analogen, vom physisch Dasein, vom Heu können sagen. Und das kann man eigentlich an einer Messe von mir aus gesehen wirklich optimal machen. Also ich gehe jetzt davon aus, dass auch bei den Ausstellerinnen und Ausstellern wahrscheinlich sehr innovative noch dabei sind, neben den klassischen Sachen. Ich sehe auch gerne ein schön geschreinertes Bett, aber das andere, glaube ich, ist auch wichtig. Also, dass man wie einmal an einer Messe eigentlich sieht, hey, wie könnte das Einkaufszentrum von der Zukunft aussehen. Man geht eigentlich mit einer gewissen Vorstellung. Man hat sich vielleicht schon ein bisschen orientiert, man will jetzt aber vor Ort noch etwas anschauen. Man bestellt es dann vielleicht miteinander digital. Und hat aber nachher auch noch die Möglichkeit, um miteinander irgendetwas zu trinken. Also für mich ist es wirklich ein Vorbild für ein zukünftiges Einkaufszentrum. Wobei, ich rede jetzt nur vom Einkaufen, logisch hat man an einer Messe noch ganz andere Funktionen, Dienstleistungen und so, die man beziehen will. Aber in dem Sinn hoffe ich, dass eigentlich dem Aspekt, dem ganz modernen und vereinigen dazu eben auch sinnliche, das Menschliche, das Schöne, das Angenehme, dass das weiterhin kann leben an der WIGA.